Meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Wir öffnen eine wunderbare neue Collection Box von Pokémon. Das hier ist der Miraidon und Koraidon Sammelkoffer. Das wunderbare Produkt kam tatsächlich gestern bei uns an und wir öffnen es heute und ja, gucken einfach, was hier drin ist und was die Box so allgemein kann. Da ist er, der wunderbare Koffer. Dieses Mal überhaupt die neueste Generation drauf, sonst hatten wir ja mal alles in Schwert und Schild oder auch Sonne und Mond und sogar noch älter. Ich muss ja auch sagen, das Produkt selbst ist ja eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ich sag auch mal so, dieser Koffer ist perfekt für alle Pokémon-Fans, die sich gerade auf das neue Schuljahr vorbereiten. Ich meine, wir haben ja gerade Ferien, dauert ja nicht mehr lange, bis dann die Ferienende sind. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt mit so einem geilen Koffer an die Schule. Boah, da wäre ich super neidisch gewesen als Kind. Aber gut, Leute, wir machen erstmal die Box auf. So, die Lasche einmal auf und wir gucken, was uns jetzt einmal entgegenkommt. Okay, schon mal drei coole Promokarten hier. Beziehungsweise, nee, das sind ja keine Promokarten, wie ich das gerade sehe, ne? Nee, das sind ganz normale Karten. Okay, sonst waren da eigentlich auch mal Promokarten dabei. Aber immerhin haben wir einmal Felori, Krokel und Quacks. Zumindest als Holo-Karte. Und sie sind ja auch sehr coole, muss ich sagen. Sehr schön auf jeden Fall gestaltet. Ist zwar schade, dass es keine exklusiven Promokarten sind, aber hey, wir sind ja nicht da für die Promokarten, sondern für die Booster. Und die packen wir natürlich auch gleich aus. Einmal noch die wunderbare Münze mit Miraidon. Oha, jetzt haben wir natürlich hier die Booster. Da gehen wir gleich mal ein. Und was haben wir denn noch so alles hier drin? Und die beliebten Sticker. Wir haben die legendären Pokémon hier. Wir haben die Starter-Pokémon hier. Ja, ganz cool auf jeden Fall, dass wir so kleine Sticker hier haben. Und ein Mini-Binder. Und das war's. Nee, ansonsten, das war's. Keine Stifte, keine Schreibutensilien. Finde ich jetzt ein bisschen komisch, weil das Ding heißt ja Back to School und wir haben tatsächlich jetzt, was schulrelevant ist, nur die Lunchbox hier. Pokémon muss ja anscheinend irgendwo sparen, deswegen gibt es ja keine Stifte für die Kinder. Tut mir leid, aber ich bin der Meinung, viele Kids holen sich das nur wegen dem Booster. Sagen wir mal ehrlich. Aber was haben wir denn überhaupt hier? Ich meine, es kann sich immer alles wieder verändern hier von der Variation. Wir haben erstmal Paldea. Okay, Astralglanz ist schon mal nicht schlecht, ein älteres Set. Strahlende Stern haben wir. Was ist hier los? Jetzt gibt uns noch hier vielleicht Drachenwandel. Das wäre natürlich super. Entwicklung in Paldea. Silberne Sturmwinde. Und nochmal strahlende Sterne. Wow, das ist nicht schlecht. Dafür, dass es eine neue Generationsbox ist, haben wir hier nur zweimal Paldea. Und der Rest ist, ja, Schwert- und Schildset. Und Leute, es kann sich immer wieder alles ändern. Wir haben hier unter anderem Kamen-Seppuku und Silber-Tempest. Aber hier unten steht zum Beispiel auch, der Inhalt kann sich verändern. Variationen gibt es da drin. Und das kann in solchen Boxen tatsächlich passieren. Aber Leute, ich würde sagen, wir stürzen als erstes rein in Entwicklung in Paldea. Boah, komm, let's go. Ich habe richtig Bock. Das ist richtig geile Box jetzt bisher, ne? Also klar, du hast halt die normalen Holo-Karten, aber ich finde die gar nicht mal so schlecht. Die sind super cool. Und jetzt haben wir auch nochmal super viel von Schwert und Schild, auch ältere Sets. Strahlende Sterne, super alt. Das gibt's gar nicht mehr so richtig. Und das haben wir hier drin. Sehr cool. Aber schauen wir erstmal hier, was Kamezin, Popo und Paldea in schauen wir erstmal, was Paldea in Wolf hier drauf hat. Wir gehen hier erstmal rein mit der zweiten Reverse. Pupita und Habuchin EX. Hammer geil! Ich hab sowas von Bock gerade auf diese Box. Die ist so gut. Bojin EX, ja. Bojin EX müsste es sein, ja. Die Namen werde ich nie richtig aussprechen können. Wir haben auf jeden Fall den Schneeleopard mit seinen Schwert, Zähnen, Armstart. Der erste Hit für heute. Das bringt Glück, wenn wir den ersten Hit heute haben. Aus dem ersten Booster. Weiter geht's. Nächstes Booster von Entwicklung in Paldea. Also die Box gefällt mir jetzt schon so gut. So, und wenn wir jetzt hier noch in jedem Booster noch einen geilen Hit hier haben. Boah, Leute. Das wäre natürlich die beste Sammelbox überhaupt, die wir bisher aufgemacht haben. So, ne? So, wir haben jetzt hier Pupita schon wieder als zweite Reverse-Karte. Und, Gyarados gibt es auch nochmal hier. Nehmen wir mit die Holo-Variation von ihm, dem starken Artwork. Ich würde sagen, wir gehen Reihenfolge nach. Wir haben jetzt erstmal hier Silver Tempest, dann Astralglanz und danach geht es weiter mit Brilliant Stars. So, Silver Tempest, sehr schönes Set mit vier wunderbaren alternativen Formen. Sei es Lugia, Unknown, Skunk Tank oder auch das wunderbare Regidrago. Wir sind gespannt, ob wir, ja, erstmal einen Trick machen, ob wir hier in dem Pack was Gutes ziehen bekommen. Ja, Feuerenergie könnte reinhauen, würde ich mal so sagen. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare jetzt in der Zwischenzeit auch gerne mal posten, was ihr zu der Box allgemein so sagt. Auch von der Booster-Auswahl und wie ihr das Produkt so findet. Gerne mal in die Kommentare damit. So, Reverse einmal hier und es geht gut los. Also, es ist eine normale Non-Holo-Variation, aber Gardevoir
ist für mich ein Hit. Und wenn du jetzt auch gerne so einen Sammelkoffer haben möchtest, dann check doch gerne mal unseren Shop ab, cardcatcher.de. Dort findest du nicht nur den Sammelkoffer, sondern eine Vielzahl an weiteren Collection-Boxen, sei es von Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder auch Magic. Von daher einfach mal den Link in der Beschreibung abchecken und wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Bestellung. Schönes Pokémon, gefällt mir auf jeden Fall. Nehmen wir trotzdem mit. Okay, die Chance auf ein Lugia ist... Werde ich das jemals ziehen oder nicht? Das ist hier die Frage. Ah, gut. Klapp die Fuchs, glaube mir bitte, jetzt hätte ich den Hit. Bitte, 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 ich will es nicht hoffen. Vier nach vorne. Oh, die Kampfenergie. Wir sind ready. Ich bin ready auf einen schönen Hit hier. Klapp die Fuchs einmal hier. Yanma. Die Katze. Vivian. Okay, die Reverse. Und... Ah. Strahlende Sterne zweimal. Wie alt ist das Set eigentlich? Schauen wir mal. 2022 ist schon jetzt ein Jahr fast alt. Wird nächstes Jahr 2 Jahre alt. Es kommt mir so vor, ey. Das ist unglaublich. Ich weiß auch das Set, als es hier im Release war, als wir einen großen krassen Stream gemacht haben. Ist schon so lange her. Es kommt mir einfach vor wie gestern. Obwohl es wirklich am Release von dem Set war. Aber gut. Was können wir jetzt ziehen, Leute? Wir können den Glurak ziehen, wir können den Arceus in alternative Form ziehen. Aber hier sind tatsächlich auch die ersten Trainer-Gallery-Karten überhaupt drin. Und naja, schauen wir mal, ob wir vielleicht eine heute bekommen oder nicht. Magma, ja, im Schneewald, der gerade ein bisschen abfackelt. Schon ein interessantes Artwork, ich habe mir das noch nie so richtig angeschaut, ne? Brudi, was machst du da? Lass doch mal den Wald in Ruhe. Das ist jetzt mal no joke. Das ist unglaublich. Okay, Shark Drago noch einmal leider. Das ist noch eine Holo-Variation. Jetzt wird's spannend, Leute, ne? Meine, eine Holo. Ja, und eine EX. Oh, Jin ist übrigens auch eine spielstarke Karte. Also deswegen bin ich schon eh super happy darüber. Letztes Booster von Strahlende Sterne. Jetzt bitte bisschen Glück hier, Leute. Oh, Pflanzenenergie. Vielleicht jetzt ein gutes Shaman. Wer weiß, wer weiß. Wir gehen rein mit dem Hyperball. Und Zwirrlicht. Porenta noch einmal hier. Oh, wei. Slimer. Der Hyperball Reverse. Last Pack Magic, letzte Karte für heute. Ich wünsche, bitte, bitte, bitte. Nee, ich habe nie ein Glück. Ich habe nie ein Glück mit dem Set. Aber hey, okay. Bin zumindest zufrieden mit dem Bojin. Der ist zumindest ganz cool. Fazit zu den Box. Ich finde schon, es ist schon eine coole Box. Wir haben hier 3 coole Holo-Karten. Wir bekommen Mini-Binder, die Sticker. Klar, es ist ein bisschen weniger als bei den anderen Boxen, muss ich tatsächlich gestehen. Wir haben keine Zubehörs wie ein Stift oder Notizblock und so, was ja auch ganz cool ist. Also ich muss sagen, die Dinger waren ja auch schon ganz cool, so einen Notizblock oder so zu haben. Aber hey, dafür habe ich eine coole Box, wo ich jetzt immer mein Mittagessen reinpacke. Und von daher würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen, ein Abo. Und ansonsten, ja, wir sehen uns dann im nächsten Opening. Was auch immer. Freunde, ciao, ciao und bye-bye.